Mitten im Royal-Drama, König schwingt das Tanzbein. König Charles, 74, lässt sich die gute Laune nicht vermiesen. Momentan ist die britische Königsfamilie in aller Munde, jedoch nicht unbedingt im positiven Sinne. Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, erhoben in ihrer eigenen Netflix-Doku schwere Vorwürfe gegen den Königspalast. Auch der neue Regent kam dabei nicht sonderlich gut weg. Doch das Leben und die Arbeit müssen weitergehen, das dachte sich wohl auch Charles und führte ein kleines Tänzchen auf. Charles besuchte am Nachmittag das jüdische Community Center in London. Dort fand eine kleine Weihnachtsfeier für die Holocaust-Überlebenden statt. Der 74-Jährige wirkte bestens gelaunt und hielt hier und da einen kleinen Plausch mit den Mitarbeitern. Locker machte sich der König im Übrigen auch, zusammen mit einigen Leuten schwang er sogar das Tanzbein und brachte die Menschen um sich herum damit ordentlich zum Strahlen. Beim gestrigen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey durfte Charles selbstredend nicht fehlen. Zusammen mit Queen Consort Camilla, 75, sowie Prinz William, 40, und seiner Familie repräsentierte er das britische Königshaus wie immer souverän.